Üb immer Treu und Redlichkeit. Üb immer Treu und Redlichkeit bis an dein selig Grab. Und weiche keinen Finger breit von Gottes Wegen ab. Und trotzdem auf dem Bildungsfest, da kann es dir passieren, dass du auf einmal rausfliegst wegen angeblich sexistischen Manieren. Und ja, sogar das ganze Team, 7 andere werden mit verknackt und sollen vom Bildungsfest draußen bleiben. Ich krieg es nicht gepackt. Das Bildungsfest hat Nachhaltigkeit auf seine Fahne geschrieben. Wie wär's, wenn wir uns miteinander an diesem Thema üben? Was meint ihr, gehört dazu auch Kommunikation und Konstruktivität? Wir meinen, das sind Grundbausteine für würdevolle Identität. Wenn Achtung und Respekt wir uns immer wieder einander erweisen und lassen unsere Aufmerksamkeit um Solidarität und Gerechtigkeit kreisen, dann wird das Leben hier auf Erden schon halb zum Paradies. Dann trägt jeder Verantwortung mit und macht nicht anderen das Leben mies. Dann wirst du wie auf grünen Auen durchs Menschenleben gehen. Dann kannst du sonder Furcht und Grauen auch aufs Marburger Bildungsfest gehen. Dann kannst du sonder Furcht und Grauen auch aufs Marburger Bildungsfest gehen.